Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Viele Stunden sind vergangen, in denen ich in eine gewisse Dame hineingerannt bin und immer wieder vermöbelt wurde. Und es ist noch nicht vorbei. Wir rennen weiter in eine gewisse Dame und werden wieder und wieder vermöbelt. Los geht's. Mal gucken, wie es heute läuft. Es ist wieder 2 Tage her. Ich habe 2 Nächte schlafen können. Und mal gucken, mal gucken, mal gucken. Shit. Fängt ja gut an. Ein bisschen lauter als sonst, habe ich das Gefühl. Ja, ein Ticken leiser wieder, auch wenn es gerade irgendwie geil ist, dass es so laut ist. Hat mir gerade gefallen, so der Sound und alles. Aber, ja. Man soll mich ja auch noch ein bisschen verstehen. Oh, und ich muss unbedingt was nachschauen. Und zwar die... Runen. Fuck. Zu spät ausgewichen. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, mal nach den Ringteilen zu gucken. Das waren ja, glaube ich, Teile des Rings, die hier... Wieso ist, wird mir das eigentlich nicht in der Ausrüstung angezeigt? Muss ich das über Inventar machen? Ja, sieht so aus. Regeneriert Lebenspunkte beim Besiegen von Gegnern. Nope. Erhöht maximale Lebenspunkte, Fokuspunkte und Ausdauer. Das könnte sehr nützlich sein. Wie kann ich das... Kann ich das auswählen? Maximale Lebenspunkte deutlich. Gewährt Phantomen einen Blutsegen. Lukas, hi, grüß dich. Ermöglicht eine perfekte Wiedergeburt. Ja, das brauche ich nicht. Also wenn, dann erhöht die maximalen Lebenspunkte deutlich. Oder das. Eine der beiden. Aber warum? Das ist doch hier nirgends. Wo kann ich das... Hä? Nicht dumm? Hallo? Hier? Nee. Warum ist das nicht... Warum ist das nicht in der Ausrüstung zu sehen? Godrics Rune ist die beste. Ja, erhöht alle Attribute. Okay, aber ich würde gerne mal die anderen beiden probieren. Wieso? Hallo? Brauchst du ein anderes Item? Wait, what? Bin ich dumm? Ja, die Runenbögen, die habe ich ja. Hier. Runenbogen. Einer ausgerüsteten großen Rune. Aber ich will ja jetzt die wechseln. Ich möchte sie ja einfach wechseln. Warum kann ich die hier nicht... Status? Nee. Ah, warte. Bestimmt an der Gnade. Ja, okay, Enno, genau. Hier, jetzt hat Leo. Oh Mann, ey, ich bin ja auch... Okay.
Maximale Lebenspunkte, Fokuspunkte und Ausdauer oder maximale Lebenspunkte deutlich? Fokuspunkte und Ausdauer, das könnte wirklich nützlich sein. Hat sich jetzt hier schon was geändert eigentlich? Nee, dazu muss ich jetzt erst die Rune wählen, ne? Julius, hi. Du Malenia Enjoyer. Ey. Ich will einfach nur nicht... Okay, ja, da geht was. Ich... Habe ich jetzt... Ich habe gar nicht volles Leben, jetzt muss ich mich nochmal hinsetzen. Ich habe auch schon öfter jetzt unter manchen Kommentaren auf YouTube oder... Nee, hauptsächlich auf YouTube, habe ich gelesen, ah, besorgt die bessere Waffe und keine Ahnung was. Tatsächlich wurde ich sogar als einer der schlechtesten Gamer, den ich jemals gesehen habe, bezeichnet. was ich recht wild fand, wahrscheinlich ist dieser Person nicht ganz klar, aua, dass sie da dreimal treffen muss, ey. Weil ich keinen Rhythmus gehabt habe. Wahrscheinlich ist dieser Person nicht ganz klar, dass ich ohne diese ganzen Summons und alles spiele. Ich weiß nicht, also weil... Ich glaube, die Leute verstehen nicht ganz, dass... Also ich glaube, manche Leute verstehen nicht, dass die im Easy-Mode spielen. Und dass ich halt den Easy-Mode irgendwie... Dass ich das nicht tun kann. Ja, ja, das Schlechteste, was ich je gesehen... Hey, sowieso. Es interessiert mich nicht so arg, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich da... mich von... Dass ich mich deswegen jetzt schlecht fühle. Das Einzige, was mich interessiert an solchen Aussagen, ist dann, würde ich ja schon gerne mal sehen, wie diejenige Person spielt. Ah, fuck. Das war jetzt ärgerlich. Alter. Also manchmal hat sie dann einen Rhythmus, da kann ich machen, was ich will. Ah, jetzt hätte ich aufpassen müssen. Jetzt hätte ich aufpassen müssen. Sie hat genau in dem Moment, als ich tot war, in Entfernung den Wassergeflügeltanz gemacht. Nee, da hätte ich angucken können. Scheiße, jetzt habe ich's. Ja, Mist. Das wäre jetzt gut gewesen, ey. Ja, die Rune ist halt auch nur aktiv, wenn ich diese Runenbögen benutze, ne? Das ist auch so ein Ding. Das bringt mir halt für einen Try ein bisschen was. Jetzt muss ich erstmal reinkommen. Hier
Viel zu oft hat sie mich getroffen. Viel zu oft. Mehr gezockt. Ich wollte gerade sagen, so Streamer, ich spiele solche Spiele jetzt halt seit einem halben Jahr, ne? Also, und dafür finde ich mich jetzt nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Stellen sich sehr gut an. Ja, du. Ist halt auch immer die Frage, wie viel davon haben sie sich selbst erarbeitet und was kommt vom Chat oder aus Videos oder sonst irgendwas? Bleach Proc to the rescue! Nein! Jawohl. Auf einem Dancepad. Ja, habe ich auch schon mitgekriegt. Nein, ach komm. Shit. Unnötig. Fuck. Ja, und sie macht genau danach, macht sie Wassergeflügel. Ah. Ich habe 100 Jahre zum Aufstehen gerade gebraucht, nach ihrem kritischen Treffer. Keine Ahnung, was da los war. Wassergeflügel. Ja. Es ist so dumm und so sperrig, dieses Wort. Es ist so sperrig. Liegen bleiben. Zu früh, zu früh, zu früh! Weg von hier, weg von hier! Okay, danke schön! Keine Ahnung, wie ich überlebt habe, aber es klappt ab und zu. Tatsächlich bereitet mich das Wassergeflügel zu. Ich werde vom Wassergeflügel zubereitet. Meistens roh. Als geschnetzeltes. Ach ja, und was auch immer wieder mal aufkommt, ist, dass Leute sagen, meine Waffen sind Müll.
Wo ich auch überhaupt nicht verstehe, wie die da drauf kommen, ehrlich gesagt. Weil ich halt nicht die Meta-Waffen benutze, so, ne? Weil irgendwer sich angelesen hat, so, die Waffen sind geil und alles andere ist Müll. So, ey, Junge, guck dir an, was mein Schwert macht mit den Bossen teilweise, ne? Und ich denke auch, also diese Keule, die ist schon, die gehört auch eher zum Besseren, hätte ich jetzt auch vermutet. Und auch das Schwert mit der Duellfähigkeit von Anfang an, super Begleiter. Natürlich, genau das, Enno. Jetzt müsste ich ja eigentlich auch mehr Stärke haben, oder? Ja, habe ich. Die Keule vom Bettler. Geil. Liegen bleiben, gute Dame. Bleiben Sie bitte am Boden. Nein! Hundertmal lieber als den tausendsten Bluthund-Reißzahn-Playthrough, ja. Ja, die Waffe, die hat mich halt von Anfang an begleitet und hat mir gute Dienste geleistet. Warum sollte ich sie verschmähen? Sie hat halt keine Procs drauf oder so. Aber, also keine Blutung, keinen Frost, kein nix. Ah, shitty McTitty. Du müsstest jetzt eigentlich gestunt werden, gute Lady. Oh shit. Mist. Krieg ich irgendwie. Jetzt probiere ich es doch nochmal mit dem Schwert. Einfach nur, um mal was anderes gemacht zu haben. Komm, ich probiere nochmal das Schwert. Wenn wir gerade so wunderbar drüber sprechen. Aber so. Und ein Stoffhöschen. Weil ich kann ja, genau, dann nimmt er das nämlich so in die Hand. Da sollte ich meine Tränke ändern, aber ist jetzt zum Test mal ganz kurz egal. Will nochmal was probieren. Ah, das geht zu oft vorbei, ne? Nee, das macht keinen Sinn, weil wenn sie dann so einen Ausweichmove macht und ich jedes Mal da... Nee, komm. Das ist Quatsch. Wobei, einmal teste ich nochmal was. Ich teste nochmal was anderes. Ich habe da nämlich noch so eine Idee gerade. Wenn ich einmal getroffen habe, dass ich danach normal zuschlage, ohne die Duellfähigkeit... Ob sie dann...
Ich habe auf der Keule ist bereits eine bessere Asche drauf. So könnte es doch funktionieren, ey. Es könnte ja halt so doch funktionieren. Mit dem Schwert, ne? Ich komme viel sicherer durch den Waterfall Dance durch. Durchs Geflügel. Und alles andere geht ja mittlerweile. Löwenkralle selten bei ihr funktioniert. Die benutze ich ja nur, wenn ich, wenn sie schon am Boden liegt. Und dadurch erhöhe ich den Stagger-Wert auf ihr, der drauf ist. Den erhöhe ich dadurch extrem. Das ist mir mittlerweile schon aufgefallen, weil ich es immer wieder so gemacht habe. Und wenn ich kurz nach der Löwenkralle nochmal zwei, drei Schläge treffen kann, dann kriegt sie halt direkt nochmal einen kritischen von mir. Also wenn ich hier treffe, so, dann die Löwenkralle mache. Jetzt hat sie den alten Stagger nicht mehr. Und wenn ich jetzt nochmal getroffen hätte, dann wäre sie wieder auf die Knie gegangen. Sehr schnell. Also deswegen fand ich das eigentlich schon geil. Aber ja, es hat halt bisher auch noch nicht so richtig funktioniert, ne? Ein, zweimal hat es geklappt. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass es schon eine gute Sache ist. Ich bin jetzt aber gerade wirklich am Überlegen, ob ich nicht doch Schwert und Schild probiere. Weil das vorhin, also war ein gutes Gefühl. Sie einfach ach shit. Es dauert halt länger, weil ich wesentlich weniger Schaden mache, aber in der zweiten Phase bin ich mir nicht sicher. In der zweiten Phase war ich bisher so gut mit der Keule. Da hat mich nur die Panik immer erwischt, sobald Wassergeflügel aufgekommen ist. Sobald die Enten aufgeschreckt wurden, war es dann immer vorbei und da habe ich halt Panik bekommen. Das ist einfach meine eigene Panik, die mich schon zwei, dreimal gekillt hat. Yep, ohne Ausdauer kämpft sich schlecht. Und mein grausiges Ausdauermanagement an manchen
Situation. Ja, ich hab's mir gedacht, dass sie das jetzt tut. Scheiße, ah, okay, was? Seltsam. Okay, keine Ahnung. Ich hatte in der Rolle schlagen gedrückt. Normalerweise mache ich dann so einen Kreisschlag, der sie eigentlich... Jetzt war ich... Okay, keine Ahnung. Habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Weil ich meinen... Ich habe meinen Charakter auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er es ausgeführt hat und sie nur nicht getroffen hat. Ob sie irgendwie in einem Ding war, dass ich sie nicht treffen konnte oder sie keinen Stagger kriegt in dem Moment. Keine Ahnung. Ah, fuck. Ah, das ist kein guter Start. Kein guter Start. Ja, überhaupt kein guter Start. Das war von Anfang an nicht gut. Probieren wir es nochmal mit einem Runenbogen. Irgendwann muss ich sie ja mal benutzen. Oh, was? Nach fuck off, ey. Immer ist es... Warum ist es denn nur diese Attacke, die mich killt, ey? Es ist unglaublich. Sie kann nichts, außer das. Ah, gut. Ich habe keine Lust mehr, am Wassergeflügelstanz zu sterben. Dann wird es ein bisschen ein längerer Kampf jetzt.
Moment, dann ist aber das hier Quatsch. Aufgeladener Zaubereienanrufung. Ach so, und Talente. Doch, der ist gut in dem Fall für das Talent vom Schwert. Es ärgert mich. Ja, müsste okay sein, wa? Ach so, nee, Arznei können wir noch wechseln. Aufeinanderfolgende erleichtert es Angriffen, die Haltung des Gegners zu brechen. Ist eigentlich beides Quatsch in dem Fall jetzt. Erhöht alle Schadensresistenzen. Geschickschub, Ausdauerschub. Lebenspunkte Regeneration. Erhöht maximale Lebenspunkte. Regeneriert die Hälfte der gesamten Lebenspunkte. Das und das. Einfach noch eine Heilung. Ist einfach nochmal eine Heilung. Ich habe so keine Lust mehr, durch ihr Wassergeflügel zu sterben. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin zu blöd, dem Ding auszuweichen. Ich sterbe jedes Mal nur an dieser einen Attacke. So richtig. Alles andere ist... Alles andere ist Schmutz. Wenn ich mich natürlich konzentriere. Okay. Erstmal reinkommen mit Schwert und Schild. Erstmal reinkommen. Vor allem ist es halt auch nur das erste Wassergeflügel. Die ersten 5 Schwertstreiche oder 6 oder wie viele es sind. Macht sie. Keine Ahnung, wie viele sind das? 7. Macht zu wenig Schaden. Shit. Ich muss mehr auf die... Ich muss irgendwie hoffen, dass ich mit der Duellfähigkeit durchkomme. Das ist natürlich jetzt ganz anderes Kämpfen zu der Keule. Weil die Keule hat sie eigentlich immer aus ihren Angriffen rausgestaggert. Das geht jetzt mit dem Schwert nicht mehr. Das ist jetzt eine harte Umgewöhnung nach, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stunden Malenia üben. Jetzt plötzlich was ganz anderes machen. Ja, und dann kommen halt solche Dinger, ne? Ich treff sie nicht, der ist schon wieder daneben gegangen. Viermal ist es jetzt daneben gegangen. Ist auch scheiße. Fühle ich halt auch nicht, überhaupt nicht, dass wenn so viele daneben gehen, dass sie genau das Timing hat. Selbst wenn ich sofort benutze nach dem Ausweichen.
ist sie schnell genug, um davon nicht erwischt zu werden. Was natürlich auch irgendwo klar ist, nicht jeder Gegner kann verwundbar durch diese Fähigkeit sein. Das wäre ja dann viel zu einfach. Zeval, hi, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich. Diese Emotes. Ich brauche auch unbedingt bewegliche Emotes, ey. Das ist voll geil. Ah, muss ich mal gucken, wann ich Zeit finde, mich da mal reinzufuchsen. Beziehungsweise mich mit meiner Schwester abzusprechen. Ja, ich hab's sofort. Sie war eigentlich noch im Stillstand drin. Hab's sofort benutzt, sie weicht aus. Ich fühle diese Fähigkeit so überhaupt nicht. Aber ich fühle halt auch das Ausweichen nicht. Nee, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Ich glaube, es waren wieder so 20 Minuten. Dann hatte sie mich auf... zumindest auf 160. Vielleicht bin ich noch nicht ganz auf 180, aber... welche hatte ich drin? Das hier. Aufgeladene mache ich nicht. Aufeinanderfolgende Angriffe. Ich glaube das, ja. Die beiden waren drin, genau. Einer der letzten Versuche jetzt, bevor ich mal noch woanders hingucke. So ein Heldengrab noch vielleicht. In den Bergen ist, glaube ich, noch eins, das ich noch nicht habe. Oh, ärgerlich. Ah, diesmal macht sie da keine 3. Okay, seltsam. Thank you.
Oh, scheiße. Okay, gut, 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 gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja! Oh! Oh, endlich! Oh! Oh! Dear Mikola. Oh, dearest. Oh, God! My brother. I'm sorry. Oh, Leute, sie war aber auch gnädig. Oh, ich glaube, ich habe mir mit Chili ins Auge gefasst gerade. Ohne Scheiß. Ich hatte vorhin Chili gegessen. Und jetzt. Scheiße. Oh. Oh. Ich hatte irgendwo Chili an meinen Fingern. Jetzt brennt es in meinem rechten Auge. Aua. Oh, Leute. Sie war aber gnädig. Ich glaube, sie hat sie einmal nur Waterfall, das Wassergeflügel gemacht? Hat sie nur einmal in der ersten Phase Wassergeflügel gemacht? Ich glaube, also sie war wirklich gnädig, vor allem in der zweiten Phase gerade. Ich hab's euch gesagt, ohne Wassergeflügel kein Problem. Oh Mann! Eine Stunde 20? Die Aufnahme läuft seit 42 Minuten. Ich habe nicht sofort angefangen mit ihr. Also es sind 40 Minuten ungefähr. Meine Hände zittern. Oh Mann. Wobby, hi, grüß dich. First try. Ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde habe ich gebraucht. 40, 45 Minuten, sowas. Oh, wow. War aber auch an der Zeit. Malenias große Rune. Dankeschön. Echo der Fäulnisgöttin. Dankeschön. So. Und jetzt glaube ich, dass es hier irgendwo was gibt. Wahrscheinlich da vorne der Stuhl. Paul, grüß dich. Du hast es verpasst. Ja, gerade eben. Hattest du Puls am Ende? Ja, ich habe halt vor allem hatte ich so... Sobald man merkt, okay, jetzt das kann's werden, das kann's werden, das kann's werden. Bitte nochmal killen jetzt. Oh, Leute. Oh. Wie gesagt, sie hat in der zweiten Phase keinen Waterfall Dance gemacht, keinen Wassergeflügeltanz. Das hat es mir wahnsinnig erleichtert. Oh. So, jetzt muss ich irgendwo. Nee, hier kann ich nichts machen. Ich dachte hier vielleicht. Die Nadel. Irgendwas muss ich mit der Nadel tun, glaube ich. Der nächste Gegner wird einfacher. Da bin ich mir sicher, dass der nächste Gegner einfacher ist. Meine Waffen klatschen alles weg. Ah, hier ist die Gnade. Rasten, wie so oft, ja. Ich müsste dann noch eine Sache auch noch wissen. Und zwar, bevor ich den Endboss besiege. Weil ich glaube, der nächste Boss wird wahrscheinlich der Endboss sein. Oh, hey, wow, okay, da ist was gewachsen. Muss ich die anderen Bosse, wenn ich alle machen will, reine Goldnadel zurückgeben? Mikellas Nadel. Uralter Drachen Dunkelschmiedestein. Okay. Und jetzt kann ich die Nadel benutzen? Guck mal an.
Nee, kann ich nicht. Unterdrückt eine einst akzeptierte rasende Flamme. Oh. Wunderbar. Ah, kann nur im Herzen des Sturms jenseits der Zeit verwendet werden, der in Farum Azula zu finden sein soll. Alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier die Nadeln benutzen können. Mit Mikellas Nadel die rasende Flamme zähmen. Also gut, wir haben Melanie gerettet, den Baum angezündet und wir werden den Rest der Welt auch noch retten vor der rasenden Flamme. Keine leuchtenden Augen mehr. Ich bin zwar bockwüst, weil ich mich nicht angepasst habe, weil mir der Charakter vollkommen egal war, aber ich habe keine leuchtenden, rasenden Flammenaugen mehr. Ah, wunderbar. Wunderbar. Okay, jetzt nochmal die Frage. Bevor ich jetzt zum Endboss gehe, ich glaube, da kann ich jetzt hingehen, muss ich alle anderen Bosse, die ich noch killen will... vorher killen oder komme ich... Wie ist es? Komme ich sofort ins New Game Plus oder kann ich noch ein bisschen rumlaufen und alles töten oder... Nachher auch noch killen. Ja, perfekt. Okay, guck mal. So, Leute, ich glaube fast, dass es Richtung Endboss geht. Nee, ich war hier noch nicht. Erstes Mal. Kann ich jetzt den Elden Ring wieder schmieden? Wer bist du? Ah, von dir habe ich, glaube ich, schon gehört. Du bist die Mutter. Bist du die Mutter? Wahrscheinlich. Das wurde im Intro erzählt, was sie macht, was sie ist. Aber das Intro ist ultra lange her und ich habe keine Ahnung mehr. Schon wieder eine mit roten Haaren oder einer oder keine Ahnung. Oh, episch, die Mucke. Radagon von der Goldenen Ordnung. Du hast also diesen Quatsch hier dir ausgesucht. Oh, warte kurz. Bitte warten Sie einen Moment. Bitte kurz, lass mich doch mal kurz abchecken, was du so kannst. Okay, meine Keule hilft jetzt nicht so viel. Ich dachte vielleicht... wird er auch gestackt? Ei, mein Gott, okay. Nein, ich bin so ein Idiot! Oh, ich habe vergessen, dass mir Marlene ja Runen gegeben hat. 480.000. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? 480.000.
in Elden Ring einen Gegenstand, der mich zurück zum letzten Leuchtfeuer bringt, ohne die Runen zu verlieren? Es gibt was. Das muss ich doch gefunden haben, irgendwo mal. Gnadenimitator? Ne, verlieren? Okay, nee, das ist nicht der Imitator. Der hier. Kein Item. Also Gnadenimitator ist es, glaube ich, nicht. Ähnlich der Gnade selbst weist euch dieser Fetisch mit Strahlen den Weg, jedoch ohne jegliche Ordnung. Wahre Abenteuer echter Ordnung vorziehen. Okay, witzig. Kein Item. 480.000, 480 Opferzweig. Du bist ein Opfer. Entschuldigung. Talisman. Ah ja, stimmt. Hier unten, da sind sie. Okay, genau. Zack, den rein. Oben reinlaufen, Runen zurückholen. Danke, Leute. Danke, danke. Danke für die Unterstützung. Für die Hilfe. 480.000 Runen, die wollen wir doch nicht einfach so da liegen lassen. Jetzt muss ich auch noch rankommen. Das größte Problem wird da jetzt ranzukommen, ohne zu sterben. Ja, haben wir gesehen. So, wo sind sie, wo sind sie? Ah, sehr ungeschickt. Zack. Boah, der hat ein seltsames Timing, aber bewegt sich sehr geil. Der bewegt sich richtig cool. Das wäre es jetzt geworden, ey. Aus dem Spiel rausgehen sollte auch gehen. Wirklich? Lol. Ah, das reicht noch nicht. Auch wesentlich mehr. Das könnte reichen. Oh, 4000 zu wenig. Wie viel gibt da eine? Dass es nicht dran steht, ne? 5000. Wahrscheinlich steht es irgendwo und ich bin einfach blind. Ausrüstungsgewicht noch erhöhen, brauche ich eigentlich nicht. Ein Schaden mehr, passt schon. Ja, ich würde mir jetzt gerne mal noch... Nee, komm. Rein da jetzt, Spiel abschließen. Oh, und ich glaube, der Kumpel könnte vielleicht ein Schwertgegner sein. Der Kumpel könnte vielleicht ein Schwertgegner sein. Was macht der Blitz, ne?
Ich will halt nicht. Ich will nicht ganz so hässlich sein. So reicht schon. Bin hässlich genug. Ich sehe schon genug aus wie ein Dummy. Ach komm. Scheiß drauf. Blitz, jawohl, ist immer noch eine mittlere Last. Und ist immer noch eine mittlere Last. Zwiebelritter for the win, let's go! Mit Zahnstocher, Zwiebelritter mit Zahnstocher! Oh, das ist Heiligschaden, das ist gar kein Blitz. Naja, egal. Oh oh. Holy Guacamole. Oh. Er teleportiert sich und macht wilde Dinge. Aua! Stopp! Hören Sie bitte auf, mich zu hauen! Wow! Aua! Alter, die Bewegungen von ihm sind sehr, sehr geil. Autsch! Mist! Aber ja, er ist definitiv ein Schwertgegner. Er ist ganz klar ein Schwertgegner. Die langsamen Bewegungen und so, das... Das wird, glaube ich, okay werden. Jetzt ist nur die Frage, also ich muss einmal, brauche ich bitte andere Flaschenauffüllung. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Wer weiß, was da noch für Phasen kommen. Dann die Arzneimischung. Ja, Haltung brechen leichter. Oh, weiß ich nicht. Gehen wir auf die Heilung. Eine Bonusheilung im Inventar ist auch nicht schlecht. Und das war's, glaube ich, ne? Kann ich auch irgendwelche Fette auf das Schwert packen? Was wird ihm wohl wehtun? Rost? Warum nicht? Ja, kann ich draufpacken. Passt. Habe ich schon wieder den Fehler wie sonst auch immer gemacht. Uah! Gut. Das war nix. Mir gefällt, wie der kämpft. Das ist mega geil. Was mich ein bisschen nervt, ist das hier. Dass das jedes Mal so ewig dauert. Ah, die Timings muss ich noch ein bisschen rauskriegen.
Boah. Eieiei. Ja, ab 50% ist er vielleicht ein bisschen böse auf mich. Aber nur ein kleines bisschen. Thorsten, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich. Und alles tutti. Ja, alles tutti. Und selbst, wie geht's euch, Leute? Wie läuft die Woche? Jetzt ist dann bald Wochenende und sogar langes Wochenende. Macht ihr irgendwas Tolles? Bin wieder daheim. Wupp, wupp. Okay. Machst du irgendwie arbeiten unterwegs oder einfach Urlaub? Dark Souls 2 zocken. Wild. Autsch. Boah. Ach, Schweinebacke. Nee, stopp. Nicht lasern. Oh, Magie, AOE und Laser. 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 Oh, heilige Laser. Stoppen Sie bitte. Wow, okay. Nein! Dark Souls 2 zocken. Jeden Tag von 8 bis 19 Uhr gearbeitet. Holy shit. Viel zu lang. Viel zu lang. Dark Souls 2 zocken in der Freizeit, ja. Wenn man auf Selbstgeißelung steht. Ich meine, ich mache das in gewisser Weise auch für euch. Es macht schon Spaß und ist geil, aber ich mache das auch für euch. Ich sehe nichts. Nicht lasern! Ich habe gesagt, nicht lasern! Alter Schwede! Er ist der Laserboy! Hey! Dann ist auch noch ein Explosivlaser! Oh, meine Backe! Aufhören zu lasern, bitte! Oh mein Gott! Danke. Ich wollte nur mal. Ich wollte nur mal mich wie auch wieder heilen können. Junge, Junge, chill mal ein bisschen. Och, hör auf zu lasern jetzt. Sagte ich und er tat es und verprügelt mich weiterhin. Ah. Marlene ist down, ja. Grad vorhin. Hey.
Nicht wegteleportieren! Miese Ratte! Nicht lasern! Oh! Mist! Nein! Panik! Panikrolle! Ich hatte keine Heilung mehr und eine Panikrolle. Und einen Traum. Keine Heilung, eine Panikrolle und einen Traum. Leider hat's nicht geklappt. Marlene, gerade vorhin. Vor ungefähr einer halben Stunde. Weniger, ein bisschen weniger. 25 Minuten. Vor 25 Minuten. Marlene gekillt. Das Eis bringt, glaube ich, nicht so viel. Für dich war der Endboss schwerer als Marlene. Wirklich? Ich finde das hier gerade chillig. Ich muss ein bisschen das Timing lernen von ihm. Aber ich meine, guck's dir an. Kommt halt auch auf die Waffen und die Talente und so an, ne? Ja, da darf ich nicht zu früh ran an ihn. Keine Ahnung. Oh, das war der falsche Suff. Das war der Versuch war gerade von Anfang an rigged. Vor allem, dass ich ihn da nicht getroffen habe. Ach nee, da kommt eine zweite Phase, oder was, Miko? Ach komm, ey. Ja, ich bin gespannt. Okay. Okay, natürlich kommt eine zweite Phase. Was erwarte ich denn auch? Schreibt der Chat einfach. Hättest ihr jetzt auch. Ich weiß nicht, kann ja immer noch ein Troll sein. Vielleicht ist er nach der Hälfte der Zeit aber auch kein. Warum ist denn er hier überhaupt an den Baum gefesselt oder an den Ring oder was auch immer? Alter. Jetzt ist dann auch langsam wieder gut. Mein Guter. Jetzt reicht's dann auch, Freundchen. Und jedes Mal muss ich mich von meinem Bildschirm blenden lassen. Finde ich nicht geil. Wie ich es nicht hinkrieg. Thank you.
Au! Au! Hey! Hör mal auf jetzt! Hallo? Ey! Was trifft mich denn hier noch fünfmal, nachdem er schon... Ey! Ach Mann, ey! Au, ey, Blödsinn! Alles voll, alles voll! Jeder Gegner braucht irgendein AOE-Zeug, das er da mir entgegenwirft, ey. Mann, 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 Mann. Also er sieht mega geil aus, er kämpft mega geil, das ist, man kann es ganz gut abschätzen und alles. Die Timings kann man, glaube ich, ganz gut mitnehmen und so weiter, aber... Es nervt auch ein bisschen. Ach, ist schon wieder zu früh, ne? Was ist er überhaupt? Erzählt mir mal ein bisschen Story, wer ist er? Ja, Mann. Reicht auch wieder, ist ja gut. Ah. Er zoomt die ganze Zeit leicht hinter mir her. Ich hab's komplett vergessen. Wer ist er, Radagon? Ja. Radagon und Marika. Ah, das sind die Papas von den Demigods. Du hast null Plan. Ja, so ein bisschen habe ich jetzt schon Ahnung. Mittlerweile. Alter, wie lang er einfach braucht. Da kann ich noch einen Hit machen. Queen Marika Radagon ist. Das ist ja wild. Aua. Mann, ey. Der Brutzler. Der Brutzler. Hallo, was ist das jetzt? Was ist das denn für eine Scheiße jetzt?
Ach, komm, ey. Au, ey, Brutzel. Entschuldigung. Die AOE-Brutzler sind, ja, eine meiner Lieblingsgegner. Absolut. Wahnsinnig toll. Immer AOE geht Damage. Findest du raus, dass Queen Marika Radagon ist, aber die haben ja Kinder. Ach, das ist schon wieder so eine ganz wilde Angelegenheit. Das hat er mit sich... Er hat sich mit sich selber Kinder gezeugt? Oh Mann, ey. Es hat mit sich selbst Kinder gezeugt. Ja, so wie eine Schnecke, vermute ich, hat das funktioniert. Ach, schon wieder zu früh. Alter, wie er hinter mir herzoomt. Wie er einfach hinter mir herzoomen kann. Es ist so dumm. Schnecken können sich doch auch selbst befruchten, oder nicht? Er ist sowas wie eine Schnecke. Das ist sowas wie eine Schnecke. Ich vermute, dass es auch ähnlich funktioniert. Jedes Mal wird man wieder und wieder geblendet. Niklas, grüß dich. Hi. Ah, schon wieder zu früh. Verdammte Axt. Wobei, du hast eher einen Hammer, ne? Oha! Okay. Marlene ist kaputt. Ja, Niklas, richtig. Marlene ist erlegt. Nee, nein, Miku, nein. Lieber Sebastian, nein. Er hat es wie eine Schnecke gemacht. Es hat es wie eine Schnecke gemacht. Nicht, ich bin eine Gottheit. Nein, er ist nicht viel mehr wert als eine Schnecke. Und eine Schnecke ist schon ein bisschen was wert. Das will ich gar nicht runterspielen, dass Schnecken was wert sind, weil die brauchen wir auch. Manche mehr, manche weniger. Aber er hat es wie eine Schnecke gemacht. GG nachträglich, Niklas, dankeschön. Ah, ich laufe jedes Mal zu früh rein, ne? Schweinerei. Oha, das ist ein Grab. LOL. Okay. Weg. Wir wollen nicht schon wieder in seinem... Oh, Laser! Warum nur? Eine Schnecke ist der Ursprung dieser Attacke.
Ah, ja. Und los geht's, Fanfiction. Eine Geschichte ist geboren. Ich hätte das gerne in einer ausführlichen Grafiknovelle, Grafiknovela, sagt man, glaube ich, oder? Aufgearbeitet. Schweinebacke! Schweinebacke! Oh, dieses Timing, das er da hat, wenn er sich wegportet. Genauso mies wie bei Marlene. Genauso mies wie bei Marlene. Und ich bin ein Fettsack. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich bin auf jeden Fall ein Fettsack. Ich meine, ich bin ein verdammt cooler. Ich bin ein verdammt cooler Samurai. Fettsack. Ich sehe nix. Boah, ich wollte es am Ton festmachen gerade, wann er kommt. Ach so, ja, er zoomt ja zu mir. Er zoomt ja zu mir. Verdammter Laser. Hören Sie auf zu lasern. Hören Sie bitte auf mit Ihrem Laserblödsinn. Mist. Ja, okay, also, gehe ich vielleicht doch auf mal, probiere ich mal die Keule. Ich brauche halt leider 3 Hits mit dem Schwert, um seine Haltung zu brechen. Würden mit Trank vielleicht 2 ausreichen? Und dann kann ich ihn tot staggern? Weiß ich nicht. Autsch. Wow. Alter, warum ich hier kein Timing hierfür hab, ne?
Alter, jetzt wird er wieder ein bisschen schneller. Oh! Verdammte Ratte! Nein! Oh, so knapp raus aus seinem AOE. Das war ein halber Meter, wenn überhaupt. Ich muss doch zwischendurch heilen und dann wird er plötzlich schneller. Dann wird er plötzlich schneller. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, dann wieder. Junge, Junge. Ach, hau doch nicht ab in den Himmel. Ah! Aufhören! Nein! Oh, 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 aua! Oh, ah, ich bin noch am Leben. Nee, bin ich nicht mehr. Oh! Ah! Au! Ich glaube, das tut ganz schön weh, wenn man so einen leuchtenden Hammer in die Fresse kriegt. Aber das ist eine geile Animation. Er macht, stampft einen irgendwie im Boden fest mit seiner heiligen, keine Ahnung was für Faust und prügelt dann mit dem Hammer auf einen ein. Auch ziemlich cool. Ziemlich cool. Hey, YouTube, wir haben in dieser Folge Marlene besiegt. Yes, geil. Sie war ein bisschen gnädig, ein kleines bisschen. Aber ich habe sie besiegt. Ich konnte alles, kann ihr ganzes Moveset außer den Wassergeflügeltanz. Und den hat sie bei meinem letzten Versuch, hat sie mich damit verschont ein wenig. Was sehr gut für mich war. Und ich habe angefangen, den Endboss zu üben. Mal gucken. Bis jetzt fühle ich mich noch sicher. Im Chat wurde vorhin schon gesagt, von wegen mal schauen. Er wird ganz schön schnell am Ende, was ein bisschen mich gerade Nerven kostet oder das Ganze auch ein bisschen schwieriger macht. Aber mal gucken. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge läuft. Alle Leute auf YouTube, die ihr eingeschaltet habt und dieses Outro seht, wie jedes Mal. Es hat mich sehr gefreut. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.